Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier im JR East Train Simulator. Wir schauen uns mal einen neuen DLC an. Wobei, so neu ist er gar nicht. Der ist schon am 27. August 2024 rausgekommen. Und zwar ist es der JR East Train Simulator Utsunomiya Line Kuroiso to Tokyo E32 bis 3000 Series. So ungefähr in der Aussprache. Kostet 44,50 und da werden wir heute mal ein kleines Teilstück fahren. Das ist der DLC von Kuroiso nach Tokio. 163 Kilometer. Yeah. Okay. Rapid Transit, I guess. Und wir Destination Ueno. Destination Tokio. Machen wir mal den da. Start. Ach, wie schön. Eine Sonnenblume. Mal schauen. Hoffentlich habe ich es nicht verlernt zu fahren. Sehr, gehen wir der Bremse schon mal ein bisschen runter. Und ich muss mir schon mal. Steht zum Beispiel die Übersetzung weg. Übersetzung bitte. Vorbereitung. Tento, 1番線 出発, 進行, 定時. So, wunderbar. Da vorne haben wir gleich ein Limit von 25. So, räumen wir mal gemütlich hin. Und sobald wir dann hier auf der Hauptstrecke sind, würde ich euch mal ein bisschen was vorlesen. Ich weiß nicht, bleibe ich bei diesem Interface? Oder machen wir komplett ohne? Ich würde sagen, wir bleiben mal komplett ohne. Dann sehen wir ein bisschen mehr von der Strecke. Bei uns geht es jetzt erstmal hier nach links. Und rechts oben, ich glaube, das ist die Shinkansen hier. Ich habe nicht vor, hier anzuhalten. Insgesamt 4 Minuten haben wir bis zum nächsten Halt. Wildes Glaseout hier. 45 ab hier. So, gehen wir mal ein bisschen Gas. Und zu schnell. So, los geht's. Da linken Seite die Reisfelder, I guess. Oder da soll im Wasser stehen. Okay, da wären wir auf die 100. Also, ich warte mal, bis sie aufhören zu reden. お手洗いの付いている車両は一番前の1号車、中ほど6号車、一番後ろ10号車、グリーン車のお手洗いは5号車にございます。車内は全て禁煙です。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。お客様のご協力をお願いいたします。次は那須塩原
Das ist hier mal nett. So, werde ich jetzt. Okay, was auch immer jetzt gerade alles gesagt hat. Okay, also die Utsunomiya-Linie, diese Spitzenläufe-Züge, die auf dem 163,3 Kilometer langen Abschnitt der Chūhoku-Linie zwischen den Bahnhöfen Tokio und Morioka zwischen den Bahnhöfen Tokio und Kurioso verkehren. Oder so ähnlich. Die... So. Jetzt sag mal, die Linie ist seit dem 10. März 1990 auf Anregung der lokalen Regierungen entlang der Strecke genutzt. Früher fuhren viele Express- und Schlafwagenzüge nach Tōhoku und Hokkaido auf dieser Strecke. Heute. Okay. Ah, 95 hier. Oh, warte mal. Müssen wir hier schon halten? Oh ja. Oh shit, das habe ich jetzt komplett übersehen. Da bremsen wir hier mal kurz runter. Vielleicht ein bisschen sehr bremsen. Jetzt kommt der von unten. Ja, beim Fahren, die ich nach vorne guckt. So, bisschen noch. Nicht ideal. Okay. So, wo ich bin, früher fuhren eben die ganzen expressen Schlafwagen. Heute machen die doch regelmäßige Züge und Schnellzüge den Großteil des Fahrplans aus. Jetzt sind die Bahnlinien am Bahnhof Utsunomiya getrennt, wobei die Ueno-Tokyo-Linie und die Shonen-Shinjuku-Linie dem Pendler- und Schülertransport im Großraum Tokio südlich von Utsunomiya und den Eimerbetrieb nördlich von Utsunomiya, ich kann es nicht aussprechen, zwischen Oyama und Kukanei und Utsunomiya einen frühen Morgenschotten für den Transport zwischen den Gebieten innerhalb der Präfektur Tōhoku übernehmen. Alter, schwierig zu aussprechen. So. Nach der Abfahrt vom Bahnhof Kurioso fährt der Zug über den Bahnhof Nasu Shiobara. Das Tor nach Nasu. Im Bahnhof. Ich sag jetzt einfach mal zu Utsunomiya einfach nur Utsu. Der Stadt, der Dumplings bekannt ist und der Bahnhof Omiya. Den größten Bahnhof in der Präfektur Saitama zum Bahnhof Ueno, der als deutliches Tor nach Tokio bekannt ist. Also meine, 4 Minuten haben wir noch. Und zum Bahnhof Tokio, den Zentrum von Tokio. Genießen Sie auf der Utsu-Linie die DLC, Linie DLC auf Ihrer Reise durch Kanto-Ebene und erleben Sie sich veränderte Landschaft von der Präfektur Tōhoku bis nach Tokio mit Ihren weitläufigen Landschaft. Den Vorort-Wohngebieten und den Gebäuden im Herzen der Stadt. So, das wäre der eigentliche Infotext erstmal für oben. Das war jetzt eine schwere Geburt. Mit maximaler falscher Aussprache. So. Es sind dann wie immer diverse Highlights aufgelistet. Wie zum Beispiel die Shinkansen-Warteschleife bei Kuroiso Nasu Iobara. Wenn der Bahnhof. Wenn Sie sich dem Bahnhof Nasu Iobara nähern, sehen Sie auf der rechten Seite den Shinkansen-Warteschleife Nasu Iobara. Dann Tunnel Nosaki Yaita. Sie da fahren den ersten, letzten Tunnel auf dem Abschnitt der Utsunami-Linie. Ja, und das sind einfach nur so Streckenhighlights, aber leider ohne Kilometerangaben. Steht aber alles auf der Steam-Seite drauf. Davon lese ich das gerade ein bisschen ab. Ich würde sagen, wir schauen mal ein bisschen selber, was hier so abgeht. Geht auf jeden Fall gut nach unten hier.
Und vor diesem Video bin ich diesen anderen Japan-Zugsimulator hier gekommen, mit dieser Touristenbergstrecke. Das sind einfach so Weltenunterschiede von der Qualität her. Und das andere Ding kostet 70 Euro. Das ist 44. Ach ja. Oh, knapp 2 Kilometer noch. Vielleicht sehen wir sogar mal einen Shinkansen hier. Ja, Kilometer noch. Mal schauen, ob sich das so ausgeht. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen einbremsen. Wobei, 30 Meter. Wo ist die Tafel? Ach, da ist die Tafel. Ja, knapp. Also der Bauernhof war auch schon mal ein bisschen größer, da so auf der linken Seite. Haben sie gut zurückgebaut. Also die ganzen Abstellgleise für den normalen Personenverkehr jetzt nicht mehr brauchen. I guess. Kein Experte. Sehr gut. Oh, seht ihr das? Die Kameralinse ist verschmutzt. Sag mal. JR East bin eigentlich nur Qualitätsaufnahmen gewohnt. Gerade neu machen. Ja, bestimmt der ganze linke Bereich da war voll mit Gleisen. Sah es gerade ein bisschen aus, als wäre das irgendein Beladebereich gewesen. Ich weiß nicht, also langsam mag ich diese Simulatoren. Weniger, als sie sich als Simulator schieben, sondern nur um die Strecke anzugucken. Mit ein bisschen Interaktion dazu. Nosaki, nächster Halt. Überall diese Felder da. Da kommt ja ein Kollege. Mal sehen. Die beiden Pantos oben. Moin. Daigo Heisoku, 進行.
Und da verlässt uns die Shinkansen-Linie. So ein Monsterbauwerk. Das ist alles für Highspeed. Also da auch irgendwo ein Einschnitt in das Landschaftsbild, so die Highspeed-Strecke, aber ich glaube, die Leute werden sich daran gewöhnt haben. Tja, werden wir wieder langsamer. Ja, nach wie vor 100. Und da ist meine Tafel. Da fahren wir vorbei. Ah, ich muss da langsam mal rein. Sehr, wieder rein ins Interface. Also insgesamt 4 unterschiedliche Fahrten können wir hier machen. 34 Stationen insgesamt. Ja, das sind ein paar. Und ohne Scheiß, damit ihr das runterladen könnt, diesen DLC, braucht ihr 40 GB Festplattenspeicher. Also JRE ist da ganz ähnlich wie TS Classic bzw. Transient World. Braucht echt viel Platz. Beziehungsweise, wenn man es noch viel besser vergleicht mit dem Flight Simulator. Mit dem jetzigen zumindest noch, mit dem neuen, soll sich das ja auch ändern. Da soll ja viel mehr gestreamt werden. Was ja grundsätzlich auch irgendwie so ein zweischneidiges Schwert ist, ne? Klar, dass das mit dem Streamen ja die Performance-Boost natürlich gibt, du brauchst weniger Platz. Andererseits, wenn bei Microsoft dann irgendwie in der Infrastruktur mal ein Schluckauf passiert, dann kannst du es nicht mehr spielen. Oder nur bedingt. Jetzt sind wir hier schön in der Natur drin. Es rentiert sich ja gar nicht auf 100 hochzufahren. So, 2 Kilometer bis nach Yaita. Segen, Kaijo. Heisoku, Shinko, Tsugi wa Yaita, Teisha, 34 Minuten. Ich glaube, da bleibe ich jetzt immer so in der Geschwindigkeit.
Aber wirklich schöne Gegend. Jetzt mehr zu ohne die große Stadt ein bisschen industrieller vorgestellt. まもなく焼いた、焼いたです。お出口は右側です。 Söderle, wir werden da. Ah, da hat sogar ein bisschen Güter. Für die Schiene. So, wo ist jetzt in der Tafel? Ganz da vorne. Ah, fast perfekt. 15秒走本線出発進行. Da vorne links ging es wohl auch mal irgendwo weg, Industrie. Oder ist einfach eine Schutzweiche. Aber sieht so aus, als wäre es da hinten wie so eine Art ehemaliges Tor. Das vermute ich gleich besser sehen, sobald wir da losfahren. Jo, Tür zu. Okay, aber das mit dem Industrieanschluss hier, das machen wir mal. Wie ist der Blockade da? Ja, es hätte weitergehen können. Sicher, Japan überhaupt Normalspur irgendwo noch im Einsatz? Ich glaube, Shinkansen ist ja diese Breitspur, das ist Schmalspur. Ich glaube, da gucke ich später mal kurz in Wikipedia nach. Langsamer werden hier. Aber trotz Sprinter-Service sind wir jetzt irgendwie überall am Anhalten. Kilometer und wieder nach unten.
10 Kilometer bei bergab. Bremse mal. So, jetzt habe ich schon mal B3 am Anfang vom Bahnsteig gemacht, aber das sieht noch zu much aus. Ja. So, fünf Tafeln, unsere Tafel da vorne. Naja, vielleicht so Hälfte Bahnsteig? So, ich muss mal an der Stelle ganz kurz einen kleinen Cut machen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Es ist tatsächlich ein neuer Tag für mich. Ich konnte die erste Aufnahme-Session leider nicht fertig machen. So, machen wir die Tür bitte zu. Perfekt. 転倒, 第7閉塞, 進行, 定時. Dann würde ich sagen, einmal Vollgas. So, und den Kollegen werden wir wieder ausblenden. Ich möchte maximal alles sehen können. Nächster Halt, Kamasusaka. 3,6 Kilometer. Und ich habe mal nebenbei ein bisschen Wikipedia aufgemacht. Da gibt es ganze Romane zu der Geschichte unter der Strecke auch allgemein. Und es kommt sogar später mal ein viergleisiger Abschnitt. Nicht sehr lang, aber den gibt's. Ja, da waren wir da oben auf 100. Ja, schön stehen bleiben da. Das wär's noch. Also auch hier so ein Hoch und Runter hier bei dem Abschnitt. So, dann da vorne haben wir den nächsten Halt. Ja, mein Kollege. Oh, da haben sie mal rückgebaut. Da. Wird wohl nicht mehr benötigt, der Bahnsteig zur linken. Fuck.
voll vorbei. Ich wäre jetzt bis hierhin geworden. Okay. Das war wohl nichts. Das, glaube ich, wird mit mir nie gut werden. Oh, das rechts ist aber auch nicht mehr in Use. Will doch die Oberleitung. So, dann einmal die Ansicht wieder. Oh je! Yeah. 4,4 Kilometer. Das ist auch ein geiler Name. Fünf Promille nach unten. So, oder da, ich glaube, so kann man es lassen. Na, hier wieder auf der rechten Seite die ganzen Felder hier. Da glaube ich, gibt es doch jetzt im neuen Farming Simulator. Es ist ja so mit Japan-Style, Reis anbauen und Co. Ich glaube, ich würde mich schon mal reizen ausprobieren, den neuen Farming Simulator. Jetzt war jetzt kein Spiel auf Dauer für mich, aber zumindest mal ausprobieren. Warum auch nicht? An der Stelle übrigens gute News. Ich bin momentan dabei, wieder einen Railroader-Server einzurichten. Fehlt sogar ein bisschen an der dedizierten Hardware, damit ich den jetzt ständig abschalten muss. Aber sobald ich die habe, gibt es dann wieder einen Railroader-Server. Ich freue mich schon wieder drauf. Jetzt kann man es mal wieder spielen, nach einer langen Pause. Und dann ist noch die Frage, welche Mods nimmt man mit rein? Man muss halt bedenken, alle, die was drauf spielen wollen, brauchen zum größten Teil ja die Mods dann drauf. Ja, da vorne haben wir ein Perron. Ah, hier mal endlich mal wieder ein bisschen Industrie hier. Kein Mensch da. Wir haben alle keine Lust mit mir mitzufahren. Aber es wird so sein wie in den anderen Videos, dass der da in der Realität einfach durchgefahren ist. Dass irgend so eine Leerfahrt war. Südele, nehmen wir die Ansicht wieder.
Oh, ein Abfahrt. Hoshu Kai Yui oder so ähnlich. 5,7 Kilometer. Das hört ja gar nicht mehr auf mit dem Anbau hier. Aber es ist auch wie kein abwechselnder landwirtschaftlicher Anbau hier. Es scheint irgendwie alles das gleiche zu sein. So, und wieder ordentlich nach oben. 10 Promille. Ja, das ignoriert ihr mal, dass ihr das jetzt gerade gesehen habt. Ich bin morgen fürs Lokeram eingeteilt. Und ich mache hier momentan Screen Capture, weil mit Game Capture lässt sich irgendwie der Simulator nicht aufnehmen. Da crasht mir JRE ist gerade direkt. Und ja, das war jetzt einfach noch meine Erinnerung, dass ich morgen arbeiten muss. Aber kommt doch vorbei ins Lokerauer. Kannst du empfehlen. Ja, gelbe Tafel wieder. Und da war das der Bahnhof. Ja, da kommt irgendwas von links. Diesel. Der Bahnhof kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Nicht, dass ihr eine Dieselstrecke weg, die wir hier in JR East auch haben. Ich hatte gerade irgendwie so einen Déjà-vu-Moment. Yay, da sind Leute. Ja, good enough. So, und hier werden wir die Moderation noch mal ein bisschen ändern. Ich übergebe jetzt mal mein Zukunfts-Ich. Und mein Zukunfts-Ich wird euch mal ein bisschen was über die Geschichte allgemein von der Strecke noch erzählen, Wissenswertes. Wikipedia lässt grüßen an der Stelle. Und dann wünsche ich euch noch eine angenehme Weiterfahrt hier auf der Strecke. Mal schauen, wie ich das gleich machen werde.
Wir widmen uns im nächsten Abschnitt der Fahrt der Geschichte der Utsunomiya-Linie. Die Nippon Tetsudo, Japans erste private Bahngesellschaft, eröffnete am 28. Juli 1883 die Strecke Ueno-Kumagaya mit den Zwischenbahnhöfen Oji, Urawa, Ageo und Konosu. Dabei entspricht der Abschnitt zwischen Ueno und dem damals noch nicht existierenden Bahnhof Omiya der späteren Tohoku-Hauptlinie bzw. Utsunomiya-Linie, während der Rest heute einen Teil der Takasaki-Linie bildet. Der Trennungsbahnhof Omiya kam am 16. März 1884 hinzu. Nächste Etappe war die Fertigstellung des Abschnitts von Omiya nach Utsunomiya. Da sich der Brückenbau über den Fluss Tone verzögerte, gingen am 16. Juli 1885 zunächst zwei voneinander getrennte Abschnitte in Betrieb. Einerseits zwischen Omiya und Kurihashi am Südufer, andererseits zwischen dem provisorischen Bahnhof Nakata am Nordufer und Utsunomiya. Dazwischen verkehrte vorübergehend eine Eisenbahnfähre. Dieser Zustand endete am 17. Juni 1886 mit der Inbetriebnahme der Brücke, worauf der durchgehende Verkehr nach Utsunomiya aufgenommen werden konnte. 1886 folgten zwei weitere Abschnitte, am 1. Oktober von Utsunomiya nach Nishinasuno und am 1. Dezember von Nishinasuno nach Kuroiso. 5 Jahre später war die gesamte Tohoku-Hauptlinie bis Aomori im äußersten Norden der Hauptinsel Honshu vollendet. Zwischen Utsunomiya und Yaita war die Trasse in den Sommermonaten von zahlreichen Überschwemmungen betroffen. Die Instandstellungsarbeiten an Brücken und Dämmen verursachten jeweils hohe Kosten und nahmen viel Zeit in Anspruch. Aus diesem Grund beschloss die Bahngesellschaft eine Verlegung der Strecke. Aufgrund des rasch anwachsenden Verkehrsaufkommens begann die Nippon Tetsuo mit dem Ausbau einzelner Abschnitte, um den Vorortverkehr im Großraum Tokio bewältigen zu können. Am 13. März 1988 begann JoAir East Eilzüge anzubieten, die während der Hauptverkehrszeit von Omiya über Akabane und Ikebukuro nach Shinjuku verkehrten. Fumio Watanabe, der Gouverneur der Präfektur Tochigi, schlug im selben Jahr vor, den südlichsten Abschnitt der Tohoku-Hauptlinie zwischen Tokio und Kuroiso in Utsunomiya-Linie umzubenennen. Er erhoffte sich dadurch einen größeren Marketing-Effekt, um so dem relativen Bedeutungsverlust, der durch die Verlagerung des Fernverkehrs entstanden war, entgegenzuwirken. JR East nahm diesen Vorschlag auf und setzte ihn zum Fahrplanwechsel am 10. März 1990 um. Am 1. Dezember 2001 baute JR East das Angebot des Mittelstreckenverkehrs markant aus, indem es die sporadischen Eilzugverbindungen Omiya-Shinjuku zur regulär verkehrenden Shonan-Shinjuku-Linie aufwertete und die Zugläufe an beiden Enden verlängerte. Zum Fahrplanwechsel am 18. März 2006 führten JoAir East und Tobu Tetsudo gemeinsam neue Direktverbindungen zwischen Shinjuku und Nikko ein.次は停車。次は停車。 Seit 1973 war Ueno die Endstation aller Züge der Tohoku-Hauptlinie und somit auch der Utsunomiya-Linie. 3 Jahrzehnte später plante JR East, die Verbindung zur Tokaido-Hauptlinie wiederherzustellen. Ziel war es einerseits, die Überlastung der parallel verlaufenden Yamanote- und Kaihin-Tohoku-Linie in diesem Bereich zu verringern.
Andererseits sollten zusätzliche Kapazitäten für neue umsteigefreie Eilzüge zwischen dem Norden und dem Süden der Metropolregion geschaffen werden. Da die Trasse beim Bahnhof Kanda seit 1991 durch die Tohoku Shinkansen belegt war, sollte der Viadukt dort auf einer Länge von rund 1,3 Kilometer inklusive belegt war. Rampen ein zweites Geschoss erhalten. Die Bauarbeiten an der Ueno-Tokyo-Linie begannen im Mai 2008. Die Auswirkungen des Tohoku-Erdbebens 2011 verzögerten die angestrebte Eröffnung um 2 Jahre. Diese erfolgte schließlich am 14. März 2015. Der in den Norden Japans führende Fernverkehr wird heute ausschließlich von Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszügen auf der Schnellfahrstrecke Tohoku-Shinkansen und daran anschließenden Strecken abgewickelt. Die einzigen Schnellzüge im eigentlichen Sinne sind die Nikko und die Kinugawa. Dabei betreiben JoAir East und Tobu Tetsudo gemeinsam 4 Zugpaare täglich, 6 an Feiertagen, die von Shinjuku aus über Urawa und Omiya zu den touristisch bedeutenden Orten Nikko und Kinugawa Onsen verkehren. In Kurihashi nutzen sie eine eigens zu diesem Zweck errichtete Gleisverbindung, um von der Utsunomiya-Linie auf die Tobu-Nikko-Linie zu gelangen. Die Utsunomiya-Linie dient überwiegend dem beschleunigten Mittelstreckenverkehr im nördlichen Teil der Metropolregion Tokio. Diesen teilt sie sich abschnittsweise mit der Jobun-Linie und der Takasaki-Linie. Einzelne Eilzüge dieser 3 Linien beginnen oder enden im Bahnhof Ueno, dem größten Endbahnhof für Linien aus dem Norden. Die meisten werden jedoch über die Ueno-Tokyo-Linie zum Bahnhof Tokio geleitet, von wo aus sie auf der Tokaido-Hauptlinie weiter in Richtung Odawara und Atami fahren. Zwischen Akabane und Utsunomiya besteht ein Parallelverkehr mit Zügen der Shonan-Shinjuku-Linie aus und in Richtung Tsushi, die abwechselnd alle Zwischenbahnhöfe bedienen oder nördlich von Omiya die kleineren ohne Halt durchfahren. Der Nahverkehr mit Halt an allen Bahnhöfen zwischen Utsunomiya und Tokio wird durch die parallel verlaufende Kaihin-Tohoku-Linie abgewickelt, die über eigene Gleise verfügt und weiter nach Yokohama führt. Zwischen Utsunomiya und Kuroiso verkehren 2-mal stündlich Nahverkehrszüge, 3 während der Hauptverkehrszeit. Abgesehen von je einer Ausnahme morgens und abends muss in Utsunomiya umgestiegen werden. Zusätzlich werden die Utsunomiya-Linie und die Tohoku-Hauptlinie von zahlreichen Güterzügen der Gesellschaft JoAir Freight befahren, die den Großraum Tokio mit dem Norden der Hauptinsel Honshu und mit Hokkaido verbinden. Die Verbindung zwischen den Güterbahnhöfen Sumidagawa in Tokio und Sapporo gilt als Hauptschlagader des Nordens. Viele Güterzüge fahren weiter über die Tokaido-Hauptlinie in die westlichen Regionen Japans oder über Aomori durch den Seikan-Tunnel nach Hokkaido. Kommen wir nun zum Triebwagen, den wir aktuell fahren. Es handelt sich dabei um die Baureihe E233. Die Baureihe E233 wurde als Ersatz für ältere Vororttriebzüge in Tokio entwickelt. Gegenüber den Baureihen 201 und 209 wurde die Gestaltung für die Fahrgäste verbessert. Unter anderem ist der Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteig durch einen niedriger liegenden Fußboden geringer und die Sitze sind etwas breiter. Alle Züge für Vorortstrecken sind ausschließlich mit Längssitzen ausgestattet. Ein 10-Wagen-Zug dieser Ausführung kann über 1500 Passagiere befördern, darunter 510 auf Sitzen. Wir befinden uns aktuell im Bahnhof Utsunomiya. Der Bahnhof steht an der Grenze zwischen den Stadtteilen Ekimaidori im Westen und Miyamirai im Osten. An der Westseite erstreckt sich entlang einer Allee das Stadtzentrum von Utsunomiya mit Bürogebäuden, Kaufhäusern, Einkaufsstraßen, Hotels und öffentlichen Einrichtungen wie Rathaus und Präfekturverwaltung. Rund 1,5 Kilometer westlich befindet sich der Bahnhof Tobu Utsunomiya, der Bahngesellschaft Tobu Tetsudo. Rund 500 Meter im Südwesten steht der bis ins 8. Jahrhundert zurückreichende Zenganji-Tempel.
Die Anlage ist von Süden nach Norden ausgerichtet und umfasst 17 Gleise, von denen 10 dem Personenverkehr dienen. Erhöht auf einem Viadukt liegen die 4 westlichsten Gleise. Sie sind normalspurig und dienen dem Hochgeschwindigkeitsverkehr. Die Shinkansen-Züge halten hier an 2 langen, überdachten und von Schallschutzwänden eingefassten Seitenbahnsteigen, die Platz für bis zu 17 Wagen bieten. Dazwischen liegen 2 Durchgangsgleise für jene Shinkansen-Züge, die hier ohne Halt durchfahren. Östlich davon schließt sich der Bahnhofteil für das kappspurige Streckennetz an, bestehend aus 3 ebenerdigen Mittelbahnsteigen, die kürzer, aber ebenfalls vollständig überdacht sind. Der ganz im Osten gelegene Bahnhofteil besteht aus einer Abstellanlage und Rangiergleisen. Das langgestreckte Empfangsgebäude an der Westseite trägt den Namen Paseo, spanisch für Promenade, und ist 9 Stockwerke hoch. Die beiden unteren Geschosse enthalten ein Einkaufszentrum mit rund 90 Läden und Gastronomiebetrieben. Die übrigen werden als Hotel genutzt. Vom 2. Stockwerk aus führt eine breite Fußgängerpassage über die gesamte Gleisanlage hinweg. Von dieser aus sind die Bahnsteige über Treppen, Rolltreppen und Aufzüge erreichbar. Die Passage endet auf dem östlichen Bahnhofsvorplatz. Dort ist die zweigleisige Endstation der Stadtbahn zu finden. Im Fiskaljahr 2019 nutzten durchschnittlich 37.700 24 Fahrgäste täglich den Bahnhof, wovon 13.333 auf den Shinkansen-Teil entfielen.大宮浦和赤羽終点上野9時1分、古賀8時52分、制限解除9時4分、大宮9時21分、赤羽9時38分、終点上野9時48分の到着です。 この電車は1号車を先頭に14編成です。4号車、5号車はグリーン車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。お手洗いは先頭1号車、中ほど6号車、一番後ろの10号車とグリーン車の5号車にございます。お客様にお願いいたします。車内はお手洗いを含めまして、全て禁煙です。タバコはご遠慮ください。 So, das waren jetzt ziemlich viele Infos da zur Linie, zum Triebwagen und auch zum letzten Bahnhof. Und mehr an interessanten Fakten habe ich auch jetzt nicht mehr über die Strecke. Die meisten Infos davon waren aus Wikipedia, wenn da was falsch war. Blade Wikipedia. wir werden jetzt noch ein kleines Teilstück von der Strecke fahren. Wir werden die Strecke in diesem Video nicht komplett fahren. Wir werden hier ein zweites Video machen, wenn ihr dann wollt, dass wir den kompletten Rest der Strecke uns anschauen. Und ich wünsche euch erstmal eine wunderbare, gute Fahrt. Schaut euch meine chaotische Fahrt an und dann bis bald schon mal.第一閉塞注意制限55
第一閉塞進行閉塞進行次は鈴目の宮停車21分。 本線場内進行。 場内進行鈴目の宮停車10両。 まもなく鈴目の宮です。 お出口は右側です。 15秒円本線出発進行。 転倒本線出発進行定時。 第一閉塞進行。 閉塞進行次は宇多通過24分1番線中継進行。 1番線場内進行。場内進行宇多通過。 1番線出発進行。 出発進行宇多通過定時。
28閉塞進行閉塞進行次は石橋停車26分。 第7閉塞進行。 閉塞進行石橋停車10両。 まもなく石橋です。 お出口は左側です。 次は停車。 転倒第6閉塞進行定時。 自治台です。 第5閉塞進行。 第4閉塞進行。 閉塞進行。 次は自治台停車31分。
変速進行自治台停車10両。 まもなく自治台です。お出口は右側です。 次は停車。次は停車。メッツ定時第二閉塞進行。 転倒第二閉塞進行定時。 次は小金井です。第一閉塞進行。 閉塞進行。次は小金井停車34分。 本線場内進行。 小金井停車10両。 次は停車。次は停車。まもなく小金井です。お出口は左側です。 Mit定時本線出発進行. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.